Hallo und herzlich willkommen zum Getankurs für Fortgeschrittene Comeback. Das war eine Studie von Fernando Sohr und ihr findet die auf Seite 89 im Buch. Die Studie steht in D-Dur und wir haben viele Lagenwechsel, aber auch Bindungen, Abzugsbindungen und auch Aufschlagsbindungen. Das Ganze beginnt in der zweiten Lage. Im ersten Takt, dann rutschen wir in die siebte Lage und dann gehen wir wieder zurück in die zweite Lage. Ich spiele mal zunächst den ersten Takt. 3 und 4 und. Ja, also wichtig, der kleine Finger, nachdem der das A gespielt hat, rutscht dieser, bleibt auf der Seite und rutscht zum D in die siebte Lage, also am 10. Bund ist das D, dann Cis, H und jetzt kommt das Problem, wir müssen wieder in die zweite Lage, der kleine Finger, der ist ziemlich weit hinten, der muss jetzt zum 5. Bund, also was ihr üben müsst ist H mit dem Zeigefinger und A mit dem kleinen Finger, diesen Wechsel. Wenn ihr das könnt, macht ihr mal komplett die siebte Lage. Vierter, dritter, erster, vierter. Auch mal andersrum. Ja. Zweiter Takt ist komplett zweite Lage. Wir kommen ja mit dem A an. Dann sind wir schon in der zweiten Lage. Also G, ich spiele mal vor. 3 und 4 und. Zweimal eine Bindung, also gleich am Anfang, G zu Fis, 2, 1, Abzug. Und jetzt 2, 0, also zur leeren Seite abziehen. Und dann kommt der nächste Takt, der ist wieder wie der erste Takt. Also die ersten zwei Takte wiederholen sich dann und schon kann man die komplette erste Zeile spielen. Ja, ich mache es mal im Zusammenhang. Wenn ihr das ein bisschen trainiert habt, könnt ihr vielleicht schon mitspielen. 3 und 4 und. Kommen wir zur zweiten Zeile. Wir sind immer noch in der zweiten Lage und dann gehen wir in die erste Lage, damit wir dann in dem nächsten Takt das Gis greifen können. Ich spiele mal die nächsten zwei Takte. 3 und 4 und. Sollte kein Problem sein. Der Schwerpunkt verlagert sich ein bisschen, weil wir die Abzugsbindung nicht genau, also wir haben die auf 2 und dann auf und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4. Ne? Wichtig ist, dass ihr dann wirklich dieses A, den letzten Ton von dem ersten Takt, mit dem zweiten Finger drückt, damit ihr danach das Gis mit dem Zeigefinger greifen könnt. Ne? Also, ja, ich spiele nochmal beide zusammen. 3 und 4 und. 2. Finger, Gis. Anschlag im zweiten Takt ist Daumen, also die Noten, die den Hals nach unten haben, die schlagen wir mit dem Daumen an, steht auch drunter P. Daumen, Zeige, Mittel, Zeige, Mittel, Zeige, Daumen, Zeige.
So, im nächsten Takt ist dann dieses GIS aufgelöst. Dieses Auflösungszeichen ist eigentlich zu viel, denn es ist sowieso ein neuer Takt und das wäre sowieso G. Aber da sind wir wieder in der zweiten Lage. Das sehen wir daran, dass das Cis mit dem Zeigefinger gegriffen werden soll. Warum? Weil danach haben wir eine Abzugsbindung von E auf D mit dem vierten zum zweiten Finger. Na? Auch das spiele ich mal, also die nächsten beiden Takte. 3 und 4 und. Erstmal nur dieser Takt mit diesen Bindungen. Also die könnt ihr auch mal separat üben. 4, 2, also E zu D. Ja, und dann Cis und dann HA. Auch hier wieder wichtig, beide Finger gleichzeitig aufsetzen. Ja, also ihr kommt von Cis und dann setzt ihr den Zeigefinger schnell auf das A, damit er die Saite festhalten kann. Ne? Das muss man ein bisschen trainieren und dann schön gleichmäßig. Ne? 3 und 4 und. Letzter Takt, da haben wir Fis mit dem zweiten Finger, das heißt, wir sind eigentlich in der dritten Lage. Das D greifen wir mit dem Zeigefinger und der kleine Finger, der greift das A. Ihr könnt auch den Ringfinger nehmen, aber ich finde den kleinen Finger bequemer. Ne? So, und im nächsten Takt bleibt auch der kleine Finger auf dem A. Und dann gehen wir aber wieder in die zweite Lage, denn wir wollen zu G abziehen, auch wieder 4, 2. Ne? Also letzte Zeile, erster Takt, 3 und 4 und. Ja, also wir haben zwei Bindungen hintereinander, also erst 4, 2 und dann 1, 2 Aufschlagbindung. Ne? Also erst 4, 2. Und dann Fis G. Ne? Das muss man auch ein bisschen üben. Ja, und dann klappt der Takt auch. Ne? Also ich spiele nochmal. 3 und 4 und. Nächster Takt. A mit dem Zeigefinger, D mit dem Ringfinger. Und jetzt wollen wir 4, 2 abziehen. Vom dritten, vom G auf das Fis. Ne? Also A, D, G, Fis, E, D, Cis, H. So, was müssen wir hier beachten? Ihr seht, dass der erste Ton, das A, der Zeigefinger A, liegen bleiben soll, denn das ist als ganze Note notiert. Das heißt, den ganzen Takt müssen wir dieses A gedrückt halten, während wir eben diese Abzugsbindungen machen. Also, ne, 3 und 4 und. Und es liegt immer noch das A. Ne? Im nächsten Takt können wir das auch immer noch liegen lassen, denn da haben wir A, Cis und dann ziehen wir ab. 3 und 4 und. Also der vorletzte Takt, wir ziehen zur leeren Seite ab, ne? Der Cis H, dann A, G und dann Fis, E, auch wieder beide Finger gleichzeitig aufsetzen, Fis und E, leere Seite und dann gehen wir in die siebte Lage und das ist unser D-Dur-Akkord in der siebten Lage. Ich spiele mal komplett die letzte Zeile nochmal. Wenn ihr das ein bisschen trainiert habt, könnt ihr vielleicht schon mitspielen. 3 und 4 und.
Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser sehr effektiven Übung. Bis zum nächsten Mal.